Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Sonne ausschaut. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Jetzt habe ich es auch noch andersrum gesagt. Es geht auch nicht. Hab heute so gute Laune, denn gestern der Tag war die große Pause. Und heute haben wir die beste Idee ever mit der besten Maß, die man je kreieren konnte. Da müsst ihr um fünf Ecken denken. Wir wollen also wieder ein Maßgetränk kreieren, was uns in den Kopf gekommen ist. Dazu nehmen wir erstmal hier unsere Maßkrüge von Eiskorb Jens. Dankeschön fürs Bereitstellen der Maßkrüge. Du siehst, mal, jawohl. Der Hermesbote hat wieder ganze Arbeit geleistet. Der ganze Karton ist schon kaputt. Keine Ahnung, was da los ist. Jede Maß braucht also ein Maßkrüge. Krug, wunderbar, das ist der Maßkrug. Bei uns ist eine typische Kreationsmaß eine Drei-Komponenten-Maß. Das heißt, wir brauchen als Grundlage immer Bier, dann was Namensgebendes und ein Topping, was hochprozentig ist. Heute haben wir erstmal hier Bier. Ihr kennt nicht, was das ist. Vielleicht auch doch, wenn ihr das seht. Ach, wir können es euch auch verraten, das ist ein Wernesgrüner. Das ist nämlich noch vom Geburtstag übrig. Das machen wir jetzt einfach mal auf. Was ihr für Bier nehmt, ist eigentlich egal, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe einfach in den Kasten reingegriffen und habe jetzt einfach da das Wernesgrüner Bier mitgenommen. Da sind auch überall Haare dran, Hannes, ein das McDonald's ist cool. Bier. Wenn man selber keine Haare hat, dann kann man die vom Wernesgrüner nehmen. Wunderbar. Genau, wenn ihr das W rumdreht, dann ist es ein M, ein grünes M, das ist also die vegetarische McDonald's Bier-Variante. Genau. Schon hätten wir es die McDonald's Mars nennen können, die Maggis Mars, also die Maggis Mars, ja. Mit pürierten Hamburgern ja. Drin. Wow, schon habt ihr die neue Kreation gefunden. Und Fritten als Topping. Fritten als, aber die sind ja nicht hochprozentig. Ja. So, Grundierung. Wernesgrüner Bier. Das ist eine halbe. Wir brauchen aber eine ganze. Jetzt passt auf, was passiert. Was ich gesehen habe. Ich habe im Edeka gesehen, eine Dose schwarze Bohnen. Hä, ist das jetzt also eine Bohnenmaß? Da steht doch aber Brandmaß. Warum das so ist, das werdet ihr gleich sehen. Wir haben auch noch kein Frühstück gemacht. Das heißt, wir machen das jetzt mal kurz hier auf. Jeder probiert mal einen Löffel auch Bohnen, wie die Bohnen schmecken. Das sind eigentlich schwarze Bohnen, aber die sehen halt hier gerade ja, braun aus. Schreib mal deinen Löffel. So, schwarze Bohnen, die braun sind. Schmeckt natürlich alles sehr, sehr sämig. Diese Bohnen oh, lecker. Kommen jetzt aber hier. Ich finde die gar nicht lecker, da fehlt mir Tabasco. Diese Bohnen kommen jetzt hier irgendwie rein. Das heißt, wir müssen das jetzt einfüllen. Eins, zwei. Das ist geil. Ich weiß ja nicht, wie viel das dann wird. Mach mal zwei Löffel erstmal rein. Erstmal zwei Löffel. Und zur Not kann man die Bohnen ja sogar aufheben und nachher noch normal essen. Seht ihr also hier, die schwarzen Bohnen kommen in die Maß. Wir haben nämlich noch mehr. Das seht ihr aber jetzt gleich. Neben den schwarzen Bohnen haben wir noch Baked Beans. Die sind nämlich weiß und mit so Tomatensoße oder irgendwas. Auch Edeka steht da drauf. Das ist typisch Bud Spencer Tarantill Essen. Jetzt kommen hier also Baked Beans rein. Da probieren wir auch mal einen Löffel. Die sehen auch richtig gut aus. Die sind in so roter Tomatensoße. Mmh. Oh, Hannes. Und die mit Speck? Viel besser. Viel besser? Gut. Diese fruchtige Tomatensoße, die ist richtig genial. Mmh. Guckt euch die an. Wunderbar. Sehr geil. Da mag ich die schwarzen nicht so. Die waren mir zu sämig, zu mehlig, zu alt. Ja, ja, aber dran. Das ist ja bei den anderen auch. Aber jetzt machst du hier zwei Löffel Baked Beans rein. Das ist geil mit Speck und noch dazu. Ich fühle mich jetzt schon langsam wie Bud Spencer und Terence Hill. Das ist sehr schön, wie das hier alles vor sich hin vegetiert. Immer noch der Gedanke, warum heißt das Ding nicht Bohnenmaß? Wenn du nämlich Bohnenmaß in den Titel schreibst, dann weiß ja jeder, dass da Bohnen drin sind. Aber das hat was ganz Spezielles, wieso das keine Bohnenmaß ist, sondern eine Brand.
Mars. Wir haben eine dritte Dose Bohnen. Nach den schwarzen und den weißen haben wir Chili-Bohnen aus dem Edeka. Eigentlich ist das aus dem Diska, aber Diska ist ja im Prinzip... Nein, der kleine Bruder vom Edeka. Jetzt ist die Dose kaputt, der Nibbel ist abgerissen. Aber der Ramses mit dem Löffel, der kriegt das trotzdem irgendwie hin. Boah, jetzt, wenn jetzt wegrutscht, da ist die Hand ab. Ja. So, Chili-Bohnen. Wir probieren wieder einen Löffel. Das sind dicke, fette Kidneybohnen mit Chili dran. Hier schmeckt das, ja. Oh ja. Ich glaube, ich fand die zweiten am besten. Ja, diese weißen Beans. Hier jetzt auch wieder zwei Löffel Bohnen in das Maßglas. Ist das herrlich. Ist es herrlich, sagt er. Jetzt könnte man denken, das heißt Brandmaß, weil das sind ja Chili-Bohnen. Und Chili-Bohnen sind ja scharf und brennen. Aber es ist so viel Bohnen drin und nur eine Chili-Sorte, das kann nicht Brandmaß heißen. Diesmal ist der Namensgeber nämlich mit dem Topping verknüpft. Aber in Kombination mit dem Rest und Hannes, das sieht gut aus, das muss ich nochmal. Guck dir das mal an. Das sieht aus wie Studentenfutter. Die Studentenmaß, guck dir das an. Das ist die Studentenmaß. Und was passt besser als Topping? Wir nehmen ja immer so einen kleinen Taschenrutscher, da gibt es ja immer viel Auswahl. Wir haben als Topping diesmal diesen Prestige. Denn Prestige ist Weinbrand. Weinbrand. Bohnen, Weinbrandbohnen, jeder kennt Weinbrandbohnen aus Schokolade mit Weinbrand gefüllt. Das ist keine Bohnenmaß, das ist die Brandmaß, weil da Weinbrand drin ist. Und in Kombination Weinbrand mit Bohnen, es gibt Weinbrandbohnen und das ist die ganze Geschichte dahinter. Ist das nicht genial? Die Weinbrandmaß, aber es heißt dann nicht Weinbrandmaß und nicht Weinbrandbohnenmaß. Das ist zu lang, es müssen kurze Worte sein. Die Brandmaß mit Weinbrand. Das schmeißen wir jetzt hier drauf. Jetzt ist es gefühlt perfekt bis zum Strich. Wir sind so gut, wir sind so gut. Es ist wirklich hier bis zum Strich ungefähr, weil das ist ja der Strich, da ist ja der Schaum. Ja, da ist das Studentenfutter. Und ob das schmeckt, das sehen wir jetzt, denn jetzt müssen wir es ja noch probieren. Die Brandmaß. Ja, man kann es auch rumwischen, genau. Nimmst einen alten Sattel und wischst es mal rum. Wie hier alles rumfliegt. Jetzt sind die Bohnen schön weich gespült. Das muss ich noch mal zeigen hier. Wir machen das Video nur einmal. Guck dir das an. Der Tornado im Glas. Wie krass, wie genial. Die Brandmaß. Ich wäre total verrückt. So, Hannes, lass es dir schmecken. Du weißt, fürs Video müssen wir sowieso das irgendwie hochhalten und uns zeigen. So, dann du wieder mit deinem kleinen Schrumpfkopf, ne? Ja. Weil bei mir alles anders. Es riecht nach Weinbrand, also der ist auf jeden Fall präsent. Der geht diesmal nicht unter. Na, der haut rein. Also viele Toppings, die man auffüllt, die schwimmen nach unten und die sind dann einfach weg. Und die vermischen sich mit den restlichen Sorten. Dieser Weinbrand, der brennt auch oben. Nicht so aggressiv, wie wenn du den pur trinkst, aber du merkst ihn auf jeden Fall deutlich. Ja. Und ich muss sagen, der Geschmack ist angenehm. Weil es schmeckt ja nur nach Bier, nach Bohnenbrühe sozusagen. Und das sind jetzt halt Weinbrandbohnen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Bohnen merkt man jetzt aber nicht. Dazu müsste man vielleicht mal einen Löffel nehmen. Mal kräftig mal hier. Heiß. Und aus den... Nein, das ist nicht heiß, aber der Schaum, der nimmt die ganze Sicht weg. Und jetzt, wie als wäre es Kelloggs Frühstücks-Müsli-Zeug, kann man jetzt diese Bohnen noch mal probieren. Eingelegt in Weinbrand und Bier. Also die Bohnen schmecken immer noch nach Bohnen.
Du hast aber diese Weinbrandnote, merkst du deutlich um die Bohnen drumherum. Wer gerne Weinbrandbohnen isst, der kann sich gerne mal eine Brandmaß machen. Dann habt ihr das zu trinken, zu essen, zum Weinbrändeln, habt ihr alles zusammen. Mir ist es ein bisschen zu gewöhnungsbedürftig schon wieder. Ja, aber das definitiv. Das Abtrinken oben von der Flüssigkeit, das ist irgendwie cool, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht gedacht, aber doch. Dachte, das ist mega eklig und die Leute sagen, das, was ihr da immer zusammenbraut, das kann kein Mensch saufen. Aber zum Trinken ist das sogar noch geeignet. Können wir nochmal einen Schluck nehmen. Jo, Prost. Weil schmecken tut's eigentlich gut. Deutlicher Weinbrandgeschmack, deswegen ist es keine Bohnenmaß, es ist eine Brandmaß, weil du den Weinbrand am meisten merkst in der Maß drin. Trotzdem die Geschmäcker von den Bohnensüppchen, von der Brühe, die in den Bohnendosen immer war, sich mit vermischt, bisschen anders. Es ist auf jeden Fall die genialste Kombination von den Zutaten und dem Namen her. Ja. Wie du dann statt eine Bohnenmaß eine Brandmaß machst mit Weinbrandbohnen, die nicht mal aus Schokolade sind, sondern richtig. So, wenn ihr noch super Ideen habt für andere Maßgetränke, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir müssen heute noch bei anderen Maß testen. Ich hoffe, das Wetter hält. Es nieselt nämlich schon wieder. Yo. Das ist der Hannes, Yo. Die Münchner Weißwurst. Führt's euch. Führt's euch, genau. Führt's euch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.